Alrighty then, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Shakes Infinite mit mir und Basti. Und wenn ihr das letzte Video gesehen habt mit dem Dungeons, dann wisst ihr, was jetzt kommt. Denn das ist das Video, wo ihr bei mir einmal ein 10 Euro Passive Card gewinnen könnt. Mit dieser könntet ihr dann beim Pilzdealer dieses Paket hier besorgen und in der Aktion, also in der Pilzaktion, zum Beispiel dann auf 150 Pilze kommen, wenn die nächste Aktion sein sollte. Und wie könnt ihr jetzt mitmachen? Was ist zu tun? Ich habe es im letzten Video erwähnt. Wir haben Dungeons geballert. Wenn ihr das nochmal sehen wollt, schaut auf jeden Fall in dem letzten Video, also in dem Video, was am Mittwoch online kam. Und wir haben hier quasi zwei Dungeons gelegt. Den Schneemann, den Schattenwolf, ja. Ich zeig's euch mal. Ja, das war Stärkegegner. Und die Frau in Rot. Ja. Geschickgegner. Und ich habe mir die Fights nicht angeguckt, weil ich gesagt habe, ja, war schon relativ spät. Wir haben ja viele Dungeons gesehen. Aber die Frage ist, wie häufig bin ich denn ausgewichen? Und ihr habt die Chance jetzt per YouTube-Kommentar einfach mal zu raten, wie häufig bin ich in den Fights ausgewichen. Und zwar wäre es nice, wenn ihr den Kommentar so verfasst, dass ihr schreibt quasi einmal Schneemann, ne? Und einmal Frau oder Schneemann und Schattenwolf oder ihr schreibt John Schnee und die Frau in Rot. Also, dass ihr jeweils den Dungeon kurz bezeichnet und die Anzahl der Ausweichversuche dahinter. So. Die Summe werde ich nehmen aus beiden Fights und wer am nächsten von der Summe her am Ergebnis dran ist, der hat gewonnen. Sprich, wenn der Schneemann jetzt 10-mal ausgewichen, also wenn ich beim Schneemann 10-mal ausgewichen bin und bei der Frau in Rot 13-mal meinetwegen, ne, dann habe ich 23 dort stehen. Und wenn einer halt quasi auch einzelne Werte so aufgeschrieben hat, dass er in der Summe auf 23 kommt, dann ist er gewinnberechtigt. Wenn es mehrere sind, die die gleiche Zahl geschrieben haben, dann sind alle gewinnberechtigt. Oder ich gucke halt, wer, wenn jetzt quasi gar keiner die richtige Summe hat, dann werde ich schauen, wer eben einzeln näher dran war und denjenigen gewinnen lassen. Und wenn es da mehrere gibt, dann natürlich wieder auslosen. Und jetzt ganz wichtig, ihr schreibt also den Kommentar, schreibt Schneemann, meinetwegen die Zahl dahinter und Frau in Rot, die Zahl dahinter. Und beachtet bitte, schreibt außerdem, ja, wir haben ja das jetzt gesehen bei den anderen SF-Game-YouTube-Content-Creatern, was da so für Struggle jetzt da ist, da man ja wohl auf YouTube keine privaten Nachrichten mehr schreiben kann. Schreibt dazu entweder euer Discord-Kürzel, also mit dem man euch finden kann in Discord und euch schreiben kann, oder eine E-Mail-Adresse. Das schreibt ihr einfach auch mit in den Kommentar rein. Das ist ganz wichtig, weil wir so gewährleisten können, dass ihr auch wirklich dann den Code kriegt. Es ist so, ich werde das YouTube-Video so einstellen, dass ihr nicht die Kommentare der anderen Spieler lesen könnt. Ihr könnt nur euren eigenen Kommentar lesen. Das ist ganz wichtig, weil ich kann alle Kommentare lesen, aber die anderen können natürlich eure Daten nicht lesen. Und das ist aus Datenschutzgründen werde ich das so machen. Ich werde dann dementsprechend das auslosen oder den Gewinner direkt auch privat benachrichtigen und dann werde ich erst die Auflösung öffentlich machen. Das heißt, es hat gar keiner eine Chance, da irgendwie Fake-Daten einzugeben oder dergleichen und so fort. Also, ne, nochmal zum Mitschreiben. Es geht darum, wie häufig bin ich persönlich ausgewichen im Kampf gegen den Schneemann und im Kampf gegen die Frau in Rot. Um gewinnberechtigt zu sein, einmal 10 Euro Passive Card, schreibt bitte in den Kommentar Schneemann oder Don Schnee die Anzahl der möglichen Ausweichenraten, die ich da gemacht habe, wie häufig ich da ausgewichen bin und auch das gleiche für die Frauen Rot in einen Kommentar plus euer Discord-Kürzel oder eure E-Mail-Adresse, damit ich euch benachrichtigen kann. Und beachtet bitte, ihr werdet unter diesem Video
unter diesem Video nur euren eigenen Kommentar lesen können, keine anderen Kommentare, weil ich das als YouTube Content Creator so eingestellt habe. Ich kann aber alle eure Kommentare lesen und habe dementsprechend die Möglichkeit, euch zu kontaktieren, wenn ihr gewonnen habt. Und die Auflösung als Video für alle kommt dann im Anschluss, damit das alles auch seinen Gang geht. Und ich denke, dass wir somit einfach die Chance haben, einfach jemandem was Gutes zu tun. Aber man muss halt ein bisschen was dafür machen. Ne, was das Ausweichen betrifft, kann ich euch nur empfehlen, schaut euch meine S41-Videos an. Ich habe sehr, sehr viele Kämpfe gezeigt, wie häufig ich da zum Teil ausgewichen bin. Da kann man vielleicht so einen leichten Einsatz oder ein leichtes Gefühl dafür kriegen. Aber letztendlich ist es einfach auch nur Glückssache. Und ich wünsche natürlich allen viel Glück, die mitmachen wollen. Bin mal gespannt, wer da so alles Lust hat. Aber vergesst bitte nicht, eure Daten mit in den Kommentar zu schreiben. Denn dann kann ich euch im Falle des Gewinns halt direkt benachrichtigen. Und das ist halt das Wichtigste. Ja, Datenschutz, was das betrifft. Ich werde natürlich mit euren Daten nichts machen. Ich werde auch die Kommentare nicht veröffentlichen, die ihr da geschrieben habt. Also ich werde maximal in der Auslosung den Gewinnkommentar mit zensierter Datengeschichte halt vorzeigen, damit man sieht, aha, okay, das war halt die Zahl. Und jeder weiß ja selber, was er für eine Zahl geschrieben hat. Das ist alles gar kein Thema. Und ich denke, das ist ein ganz guter Weg. Auf S41 bin ich nämlich auch gespannt. Da wird es auch bald nochmal ein neues Dungeon-Video demnächst geben. Denn der Daily Login-Bonus, der war heute sehr, sehr Gönner. Der hat mir einfach mal fast 200 Millionen EP gegönnt. Damit bin ich fast 350. Also ich muss heute noch Alu spielen. Ich könnte sein, dass ich 300, ja, die 350 könnte ich sogar knacken. Morgen kommt ein Daily Login-Bonus, dann das Level-Up. Ne, dann ist der Kalender voll. Das heißt, ich bin dann locker 351. Und dann schauen wir mal im Schatten-Dungeon, ob da vielleicht irgendwas dann geht mit den verbesserten Begleitern. Da bin ich mal gespannt, ob das klappt. Und hoffe, dass ihr das nice findet. Also ich habe halt keine Pilzcodes, die ich irgendwie verlosen kann, aber ich dachte mir, warum nicht mal etwas der Community zurückgeben, auch wenn es aktuell natürlich ein bisschen ruhiger ist, wegen den Themen und wegen dem Sommer, seid ihr immer noch gut dabei. Wir generieren immer noch ein bisschen Werbung, Einnahmen und das ist für mich Grund genug zu sagen, let's go Boys. Also, ich wünsche euch dann erstmal was. Vergesst auf jeden Fall nicht Freitag den Livestream und da sowieso, wenn ihr Discord habt, dann joint immer noch den Link in meinen Discord, den ihr da findet. Das Video dazu findet ihr jetzt auch gleich nochmal im Abspann. Ich bin's, euer Basti, haut rein, macht da tschüss und servus. Achso, ich wollte eigentlich jetzt nochmal abschließend, ja komm, lass mal noch schnell ein bisschen Gameplay zeigen, wenigstens die Pets. Ich werde aber das Video unter 10 Minuten halten, Freunde, auf Ehre. Ja, die Dungeon-Videos, da ballere ich ein bisschen mehr Werbung rein, weil da lohnt sich das halt auch so, ne? Also muss man auch mal sagen. Wir haben heute Feuer am Start, das ist okay. So, schauen wir gleich mal. Karsten, ich bin ja auf 326, das heißt, ich denke, wir könnten mit Wasser hier schon mal einen ganz guten Ansatz fahren. Licht ist noch ein bisschen schwierig, vielleicht kriege ich noch Licht. Ja, eine Frucht haben wir bekommen. Ich würde es fast riskieren, mit Licht anzugreifen. Das war schnell weg hier. Oder will ich es angreifen? Will ich mit Licht angreifen? Hat 15 Pets. Ich habe hier sehr viele Pets. Wir riskieren es jetzt. Mit Licht, let's go. Nice. Mesmerit hat das geregelt. Schöne Sache. Schöne Sache. Dann haben wir Wandy als Feuerspieler. Der ist jetzt relativ nah an mir dran vom der Art her, wie Devastator spielt. Deshalb würde ich wahrscheinlich sogar Devastator selber nehmen. Das ist eigentlich ganz praktisch. Sollten wir gewinnen. Ja, perfekt. Killer, Andy, das wäre jetzt vielleicht was für Wasser. Das sieht doch recht nice aus für Wasser. Let's go. Lass mal probieren. No way, 85 Devastator. Okay, das ist ärgerlich. Den Fight hätte ich nicht verlieren müssen. Ja,
Jetzt muss ich mich halt entscheiden, spiele ich mit Schatten oder spiele ich mit Erde. Ja, da habe ich 16 Pets, Schatten habe ich auch 16 Pets. Ich werde es gewinnen, aber ich will mir überlegen, welchen ich mir aufspare. Ich glaube, Schatten ist stärker. Ja, deshalb nehme ich jetzt Erde. Mist, den hätte ich besiegt mit Wasser. Und Spezies am Stissel. Ja, haben wir auch gewonnen, aber leider nicht so viele Ehrenhallenpunkte geschafft. Deshalb sind wir in der Pet-Ehrenhalle nicht ganz so weit oben, aber wir kommen wieder hoch. Ja. Fakt ist, dass wir der vierthöchste Spieler sind, der nicht in Crit Happens ist. Und das ist halt entscheidend. Und klar, hier wird auch nochmal jemand was überholen, aber hier kommen wir auch wieder. Wir sind von den Werten hier da noch recht gut dabei. Fuck, und jetzt habe ich doch das Video über 10 Minuten. Ich mache einfach keine Midgame-Werbung, dann ist das auch alles kein Thema. Also, das war's dann erstmal. Denkt an das Gewinnspiel. Viel Erfolg dabei. Haut rein, macht tschüss und Servus. Bye, Basti.